Herzlich willkommen, Ladies and Gentlemen, auch auf YouTube und auf Twitch, zu God of War Ragnarök. Ich habe von den Ehrenbrüdern von Sony einen Key bekommen, darf den Lachs hier schon circa 4 Stunden früher spielen und zocken. Da danke, dickes Danke und dickes Bussi-Maschinengewehr an die Ehrenbrüder von Sony. Für die Leute auf YouTube, das Ganze mit dem neuen PC und mit der besseren Grafik-Videoqualität, das hat leider heute nicht geklappt, weil 1 von 2 Paketen kam nicht rechtzeitig an. Deshalb werdet ihr den Part 1 und wahrscheinlich auch noch Part 2 noch auf 1080p und einer etwas schlechteren Qualität genießen müssen. Aber Part 3, 4 und die anderen dann werden in saftiger Qualität und 2K sein. Gerne dann auch, wenn es soweit ist, also wenn die Parts dann in besserer Qualität am Start sind, dann, Digga, ich war's mit mich so aufgeregt, dann gerne Feedback geben zur Qualität. Wird nämlich ein einigermaßen großer Qualitätssprung sein. Extra dafür auch aufgerüstet, den Hasen. Wird auf jeden Fall einen Unterschied machen. Wir gehen rein in God of War Ragnarök. Das 2018er war ein absolutes Meisterwerk. Ich habe selten ein Spiel gespielt, was so gut war einfach. Ne? Vom Kampfsystem, von der Welt, von der Grafik auch. Hat alles aus der PlayStation 4 rausgeholt. Jetzt spielen wir hier die PlayStation 5 Version. Ne? PC, natürlich Master Race wird in 1-2 Jahren wahrscheinlich noch nachgeliefert. Für die Leute, die God of War 2018 nicht gespielt und gezockt haben, schauen wir uns die Zusammenfassung an. Tut aber nicht mal annähernd das erklären, was alles im Spiel passiert ist. Schaut euch gerne mein Let's Play an, mein Playthrough bei dem Story Games Kanal. Komplette Playlist ist oben, 49 Parts sind geworden. Haben wir vor kurzem erst beendet, deshalb ich bin absolut warm. Ich bin auch confident, dass wir hier auf schwer starten können, den Lachs und klarkommen. Und jetzt nicht mehr lange schnacken. Lacher kein Macher. Rein. Macher kein Lacher. Scheiß auf, Digga. Guck mal hier noch die Zusammenfassung an. Die Mutter des Jungen ist tot. Wir sollen ihre Asche verstreuen. Auf dem höchsten Gipfel aller Welten. Die Götter so aufgeregt, so hibbelig, Chat. Der versprechende Boss. Du bist lauter. Einst Anführerin der Warner, ja. Aber nicht mehr. Ja, kein Problem. Gut, dass ihr es gesagt habt. Es gibt nur eine Person, die euch an euer Ziel bringen kann. Schneidet mir meinen Kopf ab. Odins Auge ruht auf dir. Vor allem, seit du angefangen hast, seine Sippe auszulöschen. Hier entschied ich mich für ein normales Leben als Mensch. Aber die Wahrheit ist, ich wurde als Gott geboren. Und du ebenso. Wir tun, was immer wir wollen. Es hat Konsequenzen, einen Gott zu töten. Mutter. Nein, zurück, Kratos. Das hat nichts mit dir. Nein! Nein, 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 nein. Mein Sohn, mein lieber, süßer Sohn. Und Mutter, da. Sie war eine Riesin. Ich bin ein Riese. Aber eine Sache verstehe ich nicht ganz. Die Riesen nannten mich Loki? Das klären wir ein andermal. Ich bin so gespannt auf den neuen Soundtrack. Wie geil ist das Menü allein, hier Kratos sitzen zu sehen? Auch in Teil 2018 steht er ja mit seiner Axt so neben dem Baum. Und wenn ihr dann das Spiel startet, kommt ihr gar nicht in das Spiel rein, sondern man geht aus dem Menü direkt in die Animation und fällt den Baum. Das sind so Kleinigkeiten, die machen einfach auch Meisterwerke aus in meinen Augen. Neues Spiel. Story, ich bitte um Gnade. Ausgeglichenes Erlebnis, ich will keine Gnade. God of War. Digga, das ist ja übel gemein für die Leute, die es ein bisschen leichter wollen. Ich bitte um Gnade, so voll Disrespect. Ich will keine Gnade, klingt gut. Ich will keine Gnade, richtet sich an Spieler, die schwierigere Kämpfe suchen. God of War würde ich wahrscheinlich auch packen, ne, liebe Zuschauer. Aber teilweise sind dann Gegner, die so 1, 2 Level über einem sind, die two-hitten ein und haben extrem viel Leben. Ne. Das nimmt dann immer so ein bisschen manchmal den Spaß und den Spielfluss raus. Deshalb finde ich immer das gute Zwischending ist einfach auf schwer, ist fordernd. Dann macht es auch Spaß, Ressourcen und so zu looten, weil man halt auch stärker wird, den Fortschritt merkt. Ne? Und trotzdem ist das Game anspruchsvoll. Das ist, denke ich mal, eine gute Sache. Also, ich will keine Gnade. Jalla.
Digga, einfach God of War Ragnarök. Könnt ihr das packen? Ich komm nicht klar. Ich kann auch bei Zwischensequenzen immer hier alles ausmachen, Chat. Hunger? Dann stört das nicht so. So ungewohnt, ihn jetzt so älter zu sehen. Wohin jetzt? Heim. Boy! Der Sturm wird stärker. Ich mach sie fertig. Frisur aber immer noch extrem dämlich, wer kam auf die Idee? Ja, die hatten damals keinen TikTok, Digga. Damals sah halt jeder nicht, ja, copy-pasted aus. Sondern man hatte halt einfach Haare, wie man Haare hatte. Keine Nudeln auf dem Kopf. Mhm, zum Beispiel. Also die Grafik auf der PS5, auch ein Leckermäulchen. Wir spielen im Performance-Modus. Heißt, Frames bevorzugen. Dann wird immer 2 bis 4K angepeilt und konstante 60 FPS. Soll ich? Was hat er da in der Hand? Bereit. Ein Pokéball, ja klar. Der Pfad. Puh, es geht los, Chat. Hoffentlich konnte Fenrir schlafen. Vielleicht isst er ja etwas, wenn wir heimkommen. Er ist sehr krank, Atreus. Ich weiß, aber gestern ging es ihm etwas besser. Kurzzeitig. Wenn er nur weiter isst. Ich gebe ihn nicht auf. Hey Dawn, danke für die 10 verschenkten Naschis. Hörst du's? Ja. Lass ein paar Sub-Bomben bei steigen, Chat. Was Sub-Bomben kriegen. Siehst du das? Sie ist es. Oh, so. Das ist nicht weit. So früh treffen wir schon auf sie. Schon wieder. Sei bereit. So leicht würde
sie nicht aufgeben, oder? Sie gibt nie auf. Bleib wachsam. Da ist sie! Vater! Sieh los! Hab dich! Wir müssen von ihr weg! Ich versuch's ja! Da oben! Was hat sie? Vorwärts! Die Bäume! Sie stürzen um! Verhascha! Kommt wieder her! Geh raus! Ich will nicht mit dir kämpfen! Ich verliere den Halt! Halt dich fest! Das Schutzsymbol ist nah! Oh nein! Freya, wir sind nicht deine... Symbol. Geschafft. Gehen wir nach Hause. Specky, Swagner, los. Was ein Intro. Tut mir leid, ich konnte nicht schießen. Das wollte ich auch nicht. Ich hoffe immer, sie lässt uns in Ruhe. Du hast sie gerettet. Ich habe ihren Sohn getötet. Nach so etwas findet niemand Ruhe. Ja. Passt jetzt der Soundchat, auch wenn die reden und ich was dazwischen sage, also versteht ihr beides gut? Wimbulwinter ausgelöst. Seit dem Tag schneit es ständig. Glaubst du, es wird je wieder besser? Okay, irgendwann. Gut. Sehr gut, Chat. Aber das Schlimmste steht uns noch bevor. Wir müssen stark sein. Untertitel passt, glaube ich, auch. Falls ich dann doch mal daneben dazwischen rede und ihr was nicht versteht, könnt ihr es nachlesen. Finde ich immer ganz gut. Wir werden auch wieder sehr gründlich spielen. Uns alles anschauen, alle Quests machen. Ich mach schon. Looten, leveln. Grafik auf jeden Fall. PS5 auch im Performance-Modus. Saftig, knackig. Ich nehme den Hirn. Leg los. Na, Atreus kann ja mit Tieren reden. Das ist, glaube ich, seine Fähigkeit, oder? Als Gott. Für die Leute, die erst jetzt einschalten, wir sind erst seit ungefähr 5 Minuten drin, ne? Meine Damen und Herren, es beginnt eine neue Reise, God of War, Ragnarök. Ich kann es gar nicht glauben. Ich schlag mit meinem Schild zu. Okay. Das ist alles neu. Wie gut der Wolf aussieht. Ich will auch einen Wolf als Haustier. Verdammt, Johe. Oh, der sieht so flauschig aus.
Okay, auf jeden Fall Axt zurückholen ist jetzt auf Dreieck. Ich höre ihn nicht. Nicht auf R1. Er begrüßt uns immer. Atreus. Fenrir. Alles in Ordnung? Ah, ich verstehe. Das muss ich noch umstellen. Passt. Da ist noch ein Wolfi. Ist schon gut. Alles gut. Ich weiß. Hast mir auch gefehlt. Oh. Wo ist dein Futter? Noch Hunger? Na komm schon. Du musst fressen. Friss. Was? Zu groß? Na bitte. Ganz brav. Atreus, es ist bald soweit. Du musst dich bereit machen. Wofür? Er frisst noch. Er will leben. Er stirbt. Ist ein guter Junge. Wirklich tapfer. Schnell und stark. Aber jetzt ruh dich aus. Hörst du? Ich komme zurecht. Du kannst jetzt loslassen. Du musst loslassen. Sopna. Ethan. Sopna. 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 Digga, so Gänsehaut. What the fuck? War das seine Seele? Mann, Chat, wer schneidet hier wieder Zwiebeln von euch? Komm. Wir trainieren. Was? Nein. Es ist mitten in der Nacht. Die Nacht hält unsere Feinde nicht auf. Warum? Wozu? Immerzu trainieren wir nur. Immer. Es reicht nicht. Wollen wir uns ewig verstecken? Wir verstecken uns nicht. Wir wappnen uns für einen Kampf, für den wir nicht bereit sind. Digga, das Game startet so deep. Geisteskrank. Die Zeit läuft uns davon. Es heißt, auf Fimbulwinter folgt Ragnarök. Der Krieg kommt. Was auch immer Loki tun sollte, er sollte es jetzt tun. Ich sollte mich nicht im Wald verstecken. Ich sollte draußen sein. Rausfinden, wer ich bin, wer Loki ist. Ich erlaube dir nicht, Götter zum Kampf zu fordern. Ich will mit niemandem kämpfen. Ich will nur Antworten. Und wenn diese Antworten zum Krieg mit Asgard führen? Vielleicht wollte Mutter das. Wir wissen nicht, was Mutter wollte. Und das werden wir wohl nie. Huh. Heute mal Taschentücher für Tränen benutzen. Digga, wofür benutzt du es denn sonst? Hör zu.
Ach so, oh, das war's wieder komplett. Ich bin allein, bevor ich ihn begrabe. Zum Mauspad sauber machen natürlich. Also, dieses mürrische Gesicht würde ich überall erkennen. So geil, dass wir Mimi noch haben. Darf ich fragen, was genau passiert ist? Der Wolf ist tot. Oh nein, nicht Fenrir. Wie kommt der Junge zurecht? Nicht gut. Er will ihn begraben. Ah, verdammt. Na schön, Bruder. Gute Nacht. Ich gehe auch immer mit voller Montur schlafen. Kratos? Kommst du mit mir? Wir hören zum ersten Mal ihre Stimme, oder? Und wir sehen sie zum ersten Mal. Faye. Bist du bereit? Du gehst als SSI mir persönlich auf deinen Schultern. Das ist deine Jagd. Ich folge dir. Na schön, Sonnenschein. Ah, den Spot hier kennen wir doch. Hier hat unsere Reise beim letzten Mal begonnen. Frisch erlegt. Aber er musste nicht leiden. Hm. Soll ich deine Grunzer verstehen? Sag mir, was du denkst. Wir jagen einen Jäger. Ein Wolf, ja. Jäger töten. Das ist der natürliche Lauf der Dinge. Deine Worte sind fehlgeleitet. Game ist sehr hell bei mir. Nähere dich langsam. Ist schon gut, Kleiner. Wir wollen helfen. Nicht wahr? So wurde es auch kommuniziert, dass der erste Part des Spiels nicht wegen dem ganzen Schnee sehr hell ist. Der und auch ein bisschen Jenseits des Symbols. Eintönig. Er hat einen Weg hineingefunden. Und dann öffnet sich die Spielwelt. Wie ich gesagt habe, wir hätten handeln sollen. Es ging uns nichts an. Aber jetzt schon. Schlimmer als bei COD, die Sonne kann es nicht erst an unsere Tür klopfen, bevor wir verantwortlich sind. Wenn wir die Macht haben, möglichen Schaden einzudämmen, sollten wir handeln. Statt uns zu verstecken und nichts zu tun. Wir verstecken uns nicht. Wir sind es gerade angeschaut, oder? Kann man im Traum looten? Fragezeichen?
soll ich denn etwa aufheben? Sehr brav. Kaum zu glauben, dass es mal jemand gab, der Kratos Ansagen gemacht hat, oder? Hier lang. Faye. 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 Faye! Die Zeit läuft uns davon, Liebster. Und es gibt viel zu tun. Bruder! Bruder! Bruder? Der Traum war eine Vision. Deshalb habe ich gerufen. Er ist weggegangen, um den Wolf zu begraben. Ist eine Weile her. Er kann nicht weit sein. Glaubst du, er hat eine Abkürzung durch die Zwischenwelt genommen? Nein, die Steine wurden nicht bewegt. Es wurde nicht geöffnet. Hier sind auch keine Spuren. Mal sehen. Spuren, die zum gefrorenen Fluss führen. Höchstwahrscheinlich hat er ihn dort begraben. Er kroch hier durch. Du hast unruhig geschlafen. Mehr als sonst. Albträume? Von der Vergangenheit. Fast jede Nacht. Ah, die schlimme alte Zeit. In Hellas. Nein. Ich habe das Gefühl, Faye versucht mir etwas zu sagen. Soll das etwa heißen, du sprichst wieder mit Geistern, Bruder? Nein. Aber es ist mehr als bloße Erinnerung. Rede mit mir, Bruder. Die Spur endet hier. Und wir sind nicht allein. Oh, der erste Fight. Im ersten Teil trifft man so selten auf Menschen. Links von dir! Ich hab's Gefühl, die Schläge hören sich lauter und wuchtiger an. Räuber, links! Aha, man macht jetzt nach einem Parry direkt immer so einen Konterschlag. Ach Mann. Also von Level 1 an Menschen getötet werden. Verfluchte Räuber. Kratos EP 105. Wir sollten nach dem Schutzsymbol sehen. Da vorne ist ein Baum, ja? Okay. Geht besser. Finde Heilungssteine, um Kratos Gesundheit wiederherzustellen. Du hattest recht. Das Symbol ist zerstört. Erklärt die Eindringlinge. Was ist hier passiert? Oh. Ein Bär. Zerfleischt. Wovon? Einem größeren Bären. Verwundet. Der Kampf hat den Baum zerstört. Wir müssen Atreus finden. Ja, bei wilden Tieren und plündernden Räubern hat er sich vielleicht versteckt. Folge der Spur. Wir finden ihn.
Wir spielen auf schwer, Chat. Und Oluja Gaming, vielen Dank für die 10 verschenkten Subs an die Community. Chat, lass mal gerne einen Sub-Bomber steigen, ein paar Sub-Bombs regnen. Alerts sind gemutet. Wir müssen drumherum. Danke, danke, danke. Aha, die Spur geht jenseits der Kluft weiter. Räumst du den Weg frei? Also ihr seht jetzt immer nicht diese Tipps-Dinger, die sind unter meiner Cam teilweise, aber da steht halt nur, ja, die ersten Tipp-Pools. Suchen wir diese Blutspur. Ja. Loot! Hacksilber 91. Ja. Was leuchtet? Das ist eine sehr gute Frage. Irgendwas an Kratos. Ah. Das Licht von bla bla bla. Das wir am ersten geholt haben. Oder der Bifrost. Twitch-Chat-weise. Weißt du, warum der Junge weggegangen sein könnte? Wir haben gestritten. Er wirft mir vor, mich für Odin zu verstecken. Ist vernünftig, dich bedeckt zu halten. Du hast 3 seiner Sippe getötet. Und er wird sich rächen. Genau darum muss Atreus lernen, alleine zu überleben. Ah, es geht um diese Prophezeiung. Nur wegen einem Bild bei den Riesen von deinem Tod auf einer Wand voller sonst korrekter Vorhersagen. Ich glaube nicht an Prophezeiungen. Tja, gut. Aha. Man bekommt weniger Hacksilbern aus diesen Kisten raus, oder? Habe ich das Gefühl. Wahrscheinlich haben sie ein bisschen die Ressourcen begrenzt und alle Sachen sind nicht so ganz so teuer, wie es im anderen Teil. Und was hältst du von Prophezeiungen, Mimir? Ich bin Loading von Natur aus skeptisch. Aber wir haben Dinge gesehen, die unerklärlich sind. Als klügster lebender Mensch muss ich also sagen, ich habe absolut keinen Schimmer. Frost erwachen. Halten Sie R1 gedrückt, um die Axt mit Frost zu überziehen und damit den nächsten Nahkampf- oder Distanzangriff zu verstärken. Schöner Schlag, Kratos. Ah, ich bin mal so gespannt auf die neuen Finisher-Chat. In Ordnung. Wo ist jetzt die Spur? Hacksilber plus 7. Ich werd verarscht. Digga, plus 7. Moin, Meister. Oh. Das ist echt stark mit dem Frost. Das ist sehr stark. Ah, 22. Das sieht so schön aus, das Game. Oh, da oben ist eine Kiste! Schnell hin! Oh. Bin auch so gespannt auf die neuen Rüstungen und auf die neuen Runenangriffe mit der Axt und Chaosklinge. Vielleicht gibt es sogar eine neue Waffe, mal sehen. Mal Nahkampfangriff. Oh,
viele für einen Spähtrupp. In der Nähe muss ein Lager sein. Ich weiß, was du denkst, Bruder. Aber Atreus kommt allein zurecht. Du hast ihn gut gelehrt. Das sagt er auch immer. Frauenschläger? Gleiches Recht für alle. Wenn Kratos eine Frau angreift, selber schuld. Imagine, du greifst Kratos an. Wenn ich den Typ im Wald sehen würde, würde ich eine 180-Grad-Drehung machen und Pepo Run machen. Geschmiedetes Eisen, Herstellungskomponente und Hacksilber. Morgen Sacke. RTL vor der Tür. Die Spur führt in diese Höhle. Na, wir wissen, wo wir hingehen. Bestimmt können wir leise hineingelangen. Das macht jetzt schon so Spaß, Chat. Oh. Gib her den Aal! Was ist das? Boah, 94, reich. Hast du die Wölfe vor diesen Räubern gerettet? Nein. Die sind noch nicht lange hier. Diesmal nicht sieben, ja. Ja, die sieben waren von einem Gegner gedroppt, ne? Tod von oben! Sprinten Sie von einem Vorsprung und drücken Sie in der Luft Viereck für einen Tod von oben Angriff. Na, man hat ganz andere Moves schon von Anfang an. Ja, ja. Finde ich gut, dass man diesmal nicht nur mit so ja, ganz normalen Standardangriffen startet, sondern man direkt von Anfang an mehr hat. Fühle ich feierlich. 44 Hacksilber. 69 Hacksilber. Zufall, ich denke nicht. Oh. Boah, das sieht sehr geil aus, Mann. Sehr, sehr geil. Die Spur führt hier durch. Tiefer hinein. Es kommen mehr. Bis jetzt erster Eindruck. Top. Kann da was drin sein? Ich glaube nicht, ne? Ich habe auch das Gefühl, ich bin agiler. Also ein bisschen wendiger. Nicht mehr so ein Koloss. Wie ein Part davor. Oh, da ist jemand dem Bären begegnet. Da hat jemand eine Schleuder. Pass auf! Achso, man kann in einem Kampf nicht looten. Hattet ihr auch gerade ganz kurz eine Sekunde oder so keinen Soundchat? Oder war das nur bei mir? Okay, ja, manchmal hat das Astro so Mini-Aussetzer. Sprinten Sie nach meinem Vorsprung. Oh, man hat direkt von Anfang an Range parieren. Atreus, geil. Bist du hier? Man fühlt sich so direkt wohl. Ist auch besser so. Suchen wir einen Weg hinaus. Schmackofatz. Okay, also wir können von oben auf Gegner, die uns nicht gesehen haben, können wir direkt auf sie mit Viereck draufspringen. Oder auf Gegner, die wir nicht erreichen, machen wir dann so einen Flächenangriff. Die Spur führt wieder heraus. Wir müssen hoch, um sie wiederzufinden. Oh, neue Truhe, die sieht anders aus. Aha. Bisschen Eisen. Vielleicht wollte Atreus hier Schutz suchen und ist weitergezogen, als er die Räuber sah. Und der Bär ist hinterhergerannt.
Er hat ganz schön gewütet, das muss ich sagen. Du glaubst, der Bär hat Atreus verfolgt? Tja, oder der Bär war verletzt und Atreus ist ihm gefolgt, um zu helfen. Du kennst ihn. Habt ihr die Tage oder auch auf YouTube das Gameplay genossen? Ich würde auch sagen, Atreus, soundmäßig ist nochmal was passiert. Oh mein Gott. Oh nein, ich will nicht mit Mr. Bär kämpfen. Scheiße. Oh mein Gott, Digga! So erschrocken. Oh, jetzt hast du's geschafft! Dieser Screen sieht richtig schön aus. Okay, die Gegner haben jetzt echt andere Angriffsmuster. Und Kratos hat keine Schlaghoheit mehr. Also auch nach einem perfekten Parry greift der Gegner einfach weiter an. Seht ihr, jetzt habe ich. Ich hatte gerade geparried und er greift einfach trotzdem weiter. Auf ihn! Er ist angeschlagen, Bruder! Oh nein! Alter, Atreus! 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 Atreus!
Atreus. What the fuck? Heile. Oh mein Gott, so Gänsehaut. Was ist passiert? Das hätte ich ja niemals erwartet. Du erinnerst dich nicht. Er kann sich in einen Bär verwandeln, Chat. Das, was er sich im Teil davor gewünscht hat und gefragt hatte. Ich begrub Fenrir. Und, keine Ahnung. Ich war so traurig. Und dann war ich wütend. Ist es orange, die Cam? Ja, wenn ich meine Arme hochmache wegen der Pullifarbe. Und dann bin ich gerannt. War auch ein heftiger Fight, Mann. Sehr wuchtig fühlt sich das Game an. Er griff an und ich hab mich gewehrt. Das war wohl ein Traum. Deine Gefühle haben dich verwandelt. Ich wusste nicht, dass ich das kann. Du hast gar nichts getan. Es kam über dich. Deshalb dürfen wir dein Training nicht abbrechen. Wir wissen nicht, was deine Fähigkeiten können. Sie sind gefährlich. Ohne Disziplin und Kontrolle. Ich weiß genug über Disziplin. Ich brauche mehr als das. Antworten. Antworten, die du nicht hast. Antworten, die nur deine Mutter hatte. Und die sie verschwieg. Was, wenn uns jemand helfen könnte? Jemand, der unsere Fragen zu den Riesen beantwortet. Und wer Loki sein soll? Atreus. Sollten wir nicht verstehen, wozu ich werde? Atreus! Hör mir zu. Ich hätte dich töten können. Bis du es kontrollieren kannst, gehen wir keinerlei Risiken ein. Nichts tun ist auch ein Risiko. Hast du mich gelehrt? Hör einmal auf, wie ein Vater zu denken und denk wie ein General. Nein! Nein. Nimm dich zusammen. Eine bärige Begegnung. First Trophy Magic. Ein kleiner Teil deiner Gesundheit regeneriert sich automatisch, wenn Kratos schwer verletzt ist. Aha. Wisst ihr, was ich auch während des Kampfs mit dem Bär sagen wollte? Kratos ist ja ein Gott. Ein mega starker Gott. Und ich wollte sagen, warum hat er so Probleme mit einem, in Anführungszeichen, normalen Bären? Aber es war einfach Loki, verwandelt als Bär. Also hat er ja quasi gegen einen anderen Gott gerade gekämpft. Deshalb war der Kampf auch so intensiv. Hier entlang. Stimmt, Halbgott. Aber trotzdem, darüber, ne? Dass der Junge zum Bären geworden ist. Kein normaler ja. Bär. Tun wir das? Nicht jetzt. Wir müssen das Schutzsymbol reparieren und heimkehren. Was ist mit dem Schutzsymbol passiert? Nur du. Gibst mir die Schuld? Ich geb dir keine Schuld, Atreus. Tja, klingt aber anders. Und ich bin jetzt so gespannt darauf, Chat. Safe tun wir im Laufe der Story seine Fähigkeiten, oh mein Gott, ich krieg so Gänsehaut, seine Fähigkeiten verfeinern und er kann sich dann in verschiedene Kreaturen verwandeln. Imagine, wir können Gegner als Bär kleppen. Begleiterpfeile. Drücken Sie R2, um einen Begleiter angreifen zu lassen. Pfeile bewirken zusätzliche Betäubung und laden sich mit der Zeit wieder auf. Die Anzahl der Pfeile steht unten rechts in der Ecke. Kein Zeichen, Vater. Wie gehabt. Yes! Nächster! Au, 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 au.
Gibt es neben deiner Gabe der Sprache und dem Hören der Gedanken von Kreaturen noch andere neue magische Fähigkeiten zu erwähnen? Nicht wirklich. Was ist mit Fenrir? Was ist mit ihm? Als er starb, hast du gezaubert. Nein, habe ich nicht. Aber da war Licht. Ich weiß nicht, wovon du redest. Vielleicht eine Fimbulwinter-Täuschung. Kenne ich auch. Ja, ich habe mich also auch über die Beschreibung gewundert, Chat. Begleiter. Wahrscheinlich hat man später auch die Möglichkeit, andere Begleiter angreifen zu lassen. Mal sehen. Mal sehen, mal sehen. Und ich habe auch direkt aus dem Sprint diesen Angriff gemacht. Also bestimmte Fähigkeiten hat man noch. Aus dem Teil davor. Ah. Ah, oh. Hier haben wir vorhin gelootet. Jetzt erkenne ich, wo wir sind. Was ist das für Blut? Deins, Atreus. Ist das dein Ernst? Das oder du hast dein Beutetier da lang gezerrt, schätze ich. Das klingt irgendwie nicht besser. Aber weiterlaufen? Der da. Ausschau. Mein Gott. Absicht spielt keine Rolle. Nur Konsequenzen. Was können wir tun? Gar nichts. Die Natur nimmt ihren Lauf. Solche Süßis. Bären sind so schön. Menno. Wieder jemand am Schnäbeln schneiden. Auf. Ist das nicht kalt genug? Wir sind fast zu Hause. Räuber, von links! Schon die ganze Nacht. Sind wohl rein, bevor ich das Symbol repariert habe. Performance, Grafik 1A, alles Chat. Spiel ist wieder in einem Top-Zustand erschienen. So wie auch der letzte Teil. Svatnar, du hast keine Angst. Tapferes Mädchen. Brav, tapferes Mädchen. Jawohl. Er hat ein Händchen für sie. Keine große Überraschung. Specki, alles gut?
Das ist nur Donna. Braves Mädchen. Ganz brav. Atreus! Ich sehe nur nach. Ins Bett! Jawohl. Für einen Abend war das viel zu ereignisreich. Auch wenn ich zugeben muss, dass es dort kurz ein bisschen wie in alten Zeiten war. Wir drei mitten in einem noch nie zuvor betretenen Stück Wald. Du hast uns lange nicht begleitet, wenn du das meinst. Tja, oh, was hängt denn da? Ich bin wohl bloß müde. Kennt man eine Hirschjagd, kennt man alle. Wie kannst du müde sein, wenn du nie schläfst? Es gibt andere Arten Müdigkeit, Junge. Das merkst du, wenn du älter wirst. Und jetzt gönnt euch ein wenig Ruhe. Am Morgen sieht immer alles ganz anders aus. Ach, Chat, tu jetzt nicht so, als wärt ihr alle auch alt. Was war das? Dein Bogen! Reinkommen! Ich habe Miet! Ich bin keine sehr gute Gesellschaft! Wir finden sicher viele Gesprächsthemen! Wie groß er ist. Ach du Scheiße. Gemütlich. Die Raben haben blaue Augen. Das eskaliert hier doch gleich. Das hättest du mir eher sagen können. Warum bist du hier? Ich bin nur höflich. Du scheinst eine ruhige, vernünftige Person zu sein. Ah ja. Bist du eine ruhige, vernünftige Person? Wenn der Moment nach Ruhe verlangt. Ich würde sagen, dass er das tut. Ja. Geht hier ab, Mann. Hm.
Hä? Du weißt, wer ich bin? Tschüss! Damals vor dem Wintereinbruch gab es einige Missverständnisse. Bedauerlich, hä? Aber ich glaube, wir wissen jetzt alle besser, mit wem wir es zu tun haben. Also, was du mit seinen Jungs gemacht hast. Selbstverteidigung. Fürs Sterben leben wir, Asen. Und sind wir ehrlich, sie waren recht nutzlos. Aber Baldr, er war von Wert. Er war mein Fährtensucher, mein Bester. Ja, er hatte den Verstand verloren. Aber er war nützlich und nun ist er tot, wegen dir. Kannst du folgen? Du trägst deine Schuld. Das ist eine ernste Sache. Was willst du? Vielleicht Frieden? Wie klingt Frieden für unseren geschätzten Kriegsgott im Ruhestand? Was, wenn wir uns nicht mehr töten? Wenn du zu Hause bleibst, dich ausruhst, such keinen Streit mit mir. Dann habe ich keinen mit dir. Natürlich heißt das, dass er damit aufhören muss, nach Tyr zu suchen. Ja, wir wissen, was du so treibst. Schluss damit. Tyrs alte Welt ist tot. Er ist tot. Verstanden? Und das war's. Wir sind quitt. Und ich leg sogar noch was drauf. Ihr dürft den Gefangenen behalten, den ihr gestohlen habt. Jawohl, ich weiß, dass du hier irgendwo bist, du redegewandter Dreckskerl. Warum sollten wir dir glauben? Was waren deine Versprechen je wert? Da ist er, mein alter Komplize. Er hat abgenommen. Wenn er sagt, Schnee sei weiß, dann lügt er. Was für eine Weisheit ist das? Fehlt dem klügsten lebenden Kopf hier etwa die Weitsicht? Dass wir alle dasselbe wollen? Na gut. Mit diesem Angebot. Ich begleiche deine Schuld bei meiner Ex. Halte Freya von dir fern. Und dein Junge ist sicher. Mehr willst du doch gar nicht. Richtig? Na, was sagst du? Was ist das gerade hier für eine Situation? Damit hätte ich gar nicht gerechnet. Nein. Nö, Digi. Mach es kurz. Oh oh. Wird auch Zeit. Darauf hab ich gewartet. Du brichst mich von hier. Abgedacht, so namens Blutgeld. Das heißt, ich bekomme ein Stück von dir für das, was du meiner Familie nahmst. Das lernst du noch. Oje, oje, oje. Das war für Baldr. Und jetzt zeig mir dich, Göttermörder, von dem ich schon so viel gehört habe. Ohne die Axt kannst du nicht kämpfen, Feigling. Ich wollte diesen Kampf mit deinem Bruder nicht. Egal. Deine Zurückhaltung ist beleidigend. Ja.
Wie konntest du jemals Kriegsgott sein? Du kannst wirklich gar nichts. Du spuckst auf das Grab meines Sohnes. Wie konnten sie nur gegen dich verlieren? Du kennst meine Vergangenheit. Diese Geist-Spartas-Geschichte. Ja. Dann weißt du auch, wozu ich fähig bin. Zeig's mir. Jetzt haben wir unseren Kampf. Gott. Das müsstest du besser können. Ich wollte deine Klinge sehen, aber sie hilft dir wohl nicht. Oh. Gib endlich alles! Oh Mann, wie geil ist das denn? Das ist für Mordlieb! Du blendende Statue-Tier, du alter Moralprediger! Wenn du nicht schmutzig kämpfst, kämpfst du nicht! Ich! Angst dir die Hände schmutzig zu machen? Nein! Oh. Deine Söhne dürfen uns Scheiße. An. Wann wir fertig sind. Ich gehe erst, wenn ich dein echtes Ich sehe. Steh auf! Das schon, ich habe vielleicht so langsam X gedrückt. Mann, ey, ist der Tanky der Sack. Götterwelt ausgelöscht hat.
Sag mir, wer du bist! Das ist der Mann, der Walkürenkönigin Sigrun entgegentrat. Oh. Oh, Scheiße. Das ist nur Mordig! Er war dir egal. Selbst dem Tod. Was sagst du da? Modi kam aus Furcht vor dir zu uns. Er starb an den Wunden, die du schlugst. Oh, ein echter Vorzeigevater. Das kommt mir bekannt vor. Was? Ach, egal. Ein fürchterlicher Mann geht mir am Arsch vorbei. Ich will den Gott des Krieges sehen. Du hast das bekommen. Ich beende es. Oh, Scheiße, so erschrocken, Mann. Was ist das? Nein, so geht doch. Das war's. Endlich hast du mir mal was gezeigt. Ich würde gerne mal Frost gegen den Boss voll kriegen, was das bringt. Sehr schlau. Das bringt ja auch. Du gehst zu deinen Söhnen! Wer bist du? Sag's mir! Sag mir den Gott! Nein! Nein! Wie crazy beginnt dieses Spiel, ey. Holy moly. Schade, ich hatte ihn fast. Das ist so heftig, wenn er das macht. Go!
Söhne dir unterlagen. Selbst diese schwächeren Version von dir. Aber ich bin nicht meine Söhne. Und dein Junge, der Altvater, hat Pläne mit dir. So Gänsehaut, holy, holy, holy. Da ist er. Da ist der Gott des Krieges. Deine Blutschuld ist bezahlt. Wir sehen uns. Holy shit. Gesagt, er schafft's. Kratos, wir sind Sindri. Oh, die beiden. War das ein Kampf? Können wir... Nach Hause, jetzt. Odin ist bei Atreus. Oh, Blutschuld. Ich mache sofort ein Tor bereit. Na dann los. Es ist nicht weit. Ey, ey, ey. Was ein epischer Kampf, Chat. Kurz Pinkelpause. Alter, so Gänsehaut, Mann. Heftiger, 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 heftiger erster richtiger Bossfight. Holy fucking shit. Kurz Pickelpause, Chatman. Holy moly.